Gut, also nachdem wir jetzt nochmal so eine Bastelvariante gesehen haben, was wir hier immer so, wo wir angefangen haben, einfach mit der LoRa-Technologie zu spielen, weil das voll interessant ist mit dem Funk, das mal rauszufinden, nachdem man irgendwie WLAN kennengelernt hat, das funktioniert zu Hause, jetzt LoRaWAN zu haben, verbraucht weniger Energie, geht über weite Strecken, aber natürlich damit geringen Datenraten, habe ich mir überlegt, ich stelle euch nochmal so Sensoren von der Stange vor. Also nicht irgendwie selbst gelötete Platine hier im Haus mit selbst dran gebasteltem Sensor und dann in dem Code, den man auch noch anpassen muss. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden hast du gebraucht, das schätzte. Oh, 2, 3 Stunden, okay, das ist ja noch voll akzeptabel. Aber stelle ich euch jetzt mal ein paar Sensoren von der Stange vor. Da hinten seht ihr ungefähr die Auswahl oder auch hier vorne, ich gebe es nachher mal rum, was ich bisher so gekauft habe, beziehungsweise mein Arbeitgeber hat es gekauft und ich darf damit rumexperimentieren. Und ich zeige es euch mal kurz. Wir sehen hier auf der linken Seite auf der Folie zwei Steckdosen, die steuerbar sind. Das heißt, zum einen übermitteln die mir, wie viel Strom gerade verbraucht wird an dem Gerät, das angesteckt wird. Und ich kann es eben auch steuern. Das heißt, ich kann auch hinschicken, ausschalten, anschalten. Das kann ich auch über den Knopf da unten machen. Das da unten ist eine Variante davon, dass ihr da seht mit dem Kabel, was da liegt. Der misst die Temperatur und kann dann das hinten an das Kabel angeschlossene Gerät an- und ausschalten. Das wäre so eine typische Anwendung. Man macht hat so eine kleine elektrische Heizung in irgendeinem Hüttchen draußen oder irgendeinem Raum, wo die Wasserleitungen nicht einfrieren sollen und kann dann eben die Temperatur messen und zum einen die Heizung an- und ausschalten oder man kann auch einen Sollwert hin übermitteln, dass wenn die Temperatur unter den Sollwert sinkt, schaltet es das Gerät automatisch an. Und was ich euch heute ein bisschen im Detail vorstellen möchte, weil das eine typische Anwendung ist, das sind rechts zwei Klimasensoren für einen Raum. Der rechts ist von NKE-Wateco, der andere ist von Elsys. Und die messen grundsätzlich erstmal Temperatur und Luftfeuchte. Und den in der Mitte, den Kasten, den stelle ich euch vor. Das ist der Elsys ERS. Ich gebe ihn auch direkt mal rum. Das ist einfach ein kleines weißes Gehäuse, keine Ahnung, Kantenlänge 10 cm, ein bisschen mehr, glaube ich. Das gehört so an die Wand von dem Büro, da denkt man so typisch dran. Das ist ein ganz einfacher Sensor, der misst die Temperatur, misst die Luftfeuchte mit einer ganz okayen Genauigkeit. Er hat einen Bewegungssensor dran, also das seht ihr auch da vorne einfach, so einen kleinen PIR-Sensor, wie man den kennt. Und er misst außerdem die Helligkeit. So. Den habe ich gekauft damals oder kostet aktuell 110 Euro. Auf die Stückpreise gehen wir noch ein. Das heißt, es ist natürlich massiv mehr als das, was ich ausgebe, wenn ich hier eine Platine bastle. Aber ich habe auf der anderen Seite natürlich ein fertiges Produkt in der Hand. Gut, was man noch sagen kann zur Bewegungsdetektion. Klar, ich stelle da nachher eine Übertragungsrate ein, so schick mir alle 5 Minuten Temperatur und Luftfeuchtigkeit und den aktuellen Helligkeitswert, den du misst. Und beim Bewegungswert, da kann man einstellen, zähl die Bewegungen seit der letzten Übertragung. Also dann schickt er mir, hier hat sich dreimal was bewegt vor meinem Sensor, seit ich die letzte Übertragung gemacht habe vor 5 Minuten. Oder er sendet dann, wenn er eine Bewegung detektiert, also sozusagen als so eine kleine Alarmanlage, dann ist er getriggert. Ja, gut, ich habe den bei meinem Arbeitgeber bekommen, weil wir das LoRa-Thema, also ich arbeite selber beim Studieren in Waag-Ulm und leite da die IT. Und irgendwie ist das LoRa-Thema interessant. Für uns ist es wahrscheinlich mal zweifach interessant. Wir haben zum einen 1900 Wohnplätze in 9, 11, 12, 11 verschiedenen Wohnheimen, die wir managen. Und gerade im Gebäudemanagement sind solche Sensoren und gerade so IoT-Netzwerke auch interessant. Der andere große Bereich, wo das für uns interessant werden könnte, ist in den Speisebetrieben, weil wir Mensen und Cafeterien haben und da gibt es auch immer mehr Funk, Sensortechnik, IoT-Technologie, wo das relevant wird. Wir sind gerade eher noch in so einer Explorationsphase und in dem Sinne stelle ich euch auch mal jetzt den Sensor vor. Zu Anwendungen und zu einer weiteren Motivation komme ich nachher noch. Ja, also machen wir ein klassisches Unboxing. Ausgepackt ist es schon. Ich habe ihn natürlich als erstes aufgemacht, auch wirklich vorher in Betrieb genommen habe, musste ich ihn schon aufmachen, weil ich natürlich die Batterie einbauen musste. Aber ich habe ihn mir natürlich auch noch gleich weiter angeschaut. Was man als erstes mal sieht, da ist die Batterie drin. Die sieht man mittlerweile ab und zu öfters. Das ist eine Lithium-Batterie. Die hat 3,6 Volt. 3,7 habe ich anders getippt. Hier steht 3,3 drauf und hat 2,7 Amperestunden. Eine so eine Batterie, wie ihr sie da seht.
Die kostet so 5 Euro im deutschen Markt. Ich weiß nicht, wenn man große Stückzahlen kauft, bekommt man sie wahrscheinlich billiger. Aber 2,7 Amperestunden ist halt auch einiges. Das ist eine normale Double A, oder? Oder hast du es nicht gesagt? Nee, das ist keine normale Double A. Das ist die, pass auf, EA14505. Eine normale Double A hat nicht so viele Amperestunden und glaubt ein bisschen eine niedrigere Spannung. Also schon eine spezielle Batterie. Vom Format aber. Also, ja, vom Format. Das weiß ich nicht, ich habe es noch nicht probiert. Die wurden mitgeliefert und ich bin ganz happy mit denen. Okay. Auf die Batterien bin ich soweit gar nicht so tief eingestiegen. Weil da kam von den Smart Makers, wo ich es bestellt habe, da sind übrigens auch die Preise her, damit ihr wisst, wo ich die Preise genommen habe. Ich habe keine große Recherche gemacht. Da wir eine öffentlich-rechtliche Einrichtung sind, brauche ich einfach eine Rechnung. Und dann habe ich bei einem deutschen Shop bestellt und das waren die. Also alle Preise, die ich heute nenne, sind von denen. Das ist sehr langweilig, genau, aber mein Rechnungswesen dankt es mir. Okay, das Coole ist, was ihr jetzt da gleich rechts seht, ich habe eine Batterie mit 2,7 Amperestunden und es geht eine zweite Batterie rein, die ist nur sekundär, das heißt, ich verdoppel die Amperestunden, die in dem Device drin sind. Wie lange es hält, da kommen wir nachher noch dazu. Machen wir erst mit dem Unboxing weiter. Man baut es dann raus, dann seht ihr hier rechts, links nochmal die Rückseite. Ist eigentlich nichts weiter drauf. Man sieht ein bisschen die Holes für die andere Seite und man sieht, dass man da noch relativ viele Komponenten drauflöten könnte, die aber nicht da sind. Da kommen wir auch nachher nochmal dazu, warum die nicht da sind. Und auf der anderen Seite sieht man dann die Vorderseite von der Platine. Ich gebe es euch auch mal rum. Dann könnt ihr euch das Zeug auch nochmal für die, die es interessiert, aus der Nähe anschauen. Was ich jetzt hier super witzig finde, ist, man sieht, unten sind die ganzen Chips drin. Dann sieht man den weißen Bobble, das ist der PIR-Sensor und rechts unten daneben mit dem kleinen Löchlein, das ist der Temperatur-Luftfeuchte-Sensor. Dann ist der Mikrocontroller drauf, da kommen wir noch nachher dazu. Aber man sieht ganz einfach nur, so im unteren Viertel von der Platine sind die ganzen Chips und die sind auch noch recht großzügig da verteilt. Und der Rest von der Platine nach oben wird von Antennen eingenommen. Man sieht links am linken Rand in dem Bild auf der rechten Seite den senkrechten Streifen, das ist die LoRa-Antenne. Die braucht halt Platz und rechts sieht man die quadratische Ecke im Viereck, das ist eine NFC-Antenne. Weil ich habe eine NFC-Schnittstelle und mit der kann ich das Gerät programmieren. Das zeige ich euch auch nachher noch. Aber ich fand das eigentlich ganz witzig, die Dicke von dem Gerät, also von meiner Box hier, die 2-3 cm, die kommen daher, dass da die dicke Batterie drin ist. Und die andere Dimension, die Höhe, kommt daher, dass ich die Antennen da brauche. Aber so ein Mikroprozessor, chipsmäßig ist da eigentlich einfach nichts mehr los. Das ist diese Miniaturisierung. Ja, jetzt habe ich es euch schon gesagt. Man programmiert es mit NFC. Das ist, fand ich, sehr, sehr komfortabel. Wenn ich da, wie Matthias vorhin erzählt hat, 1000 Stück machen will, dann finde ich das nicht mehr komfortabel. Aber dafür war es ganz cool. Kann ich noch eine Zwischenfrage zu den... zu der Platine. Was ist denn das für ein LoRa-Chip da links unten? Ist das ein, das ist eine sehr Detailfrage, aber du weißt es nicht, oder? 1272 oder so? Was? Nee, den LoRa-Chip habe ich mir in dem Fall noch gar nicht angeschaut. Guck mal einfach nachher nochmal gemeinsam drauf, wenn es rumgeht. Ich habe mir nur den Mikroprozessor bisher angeschaut. Das ist was ich immer ganz spannend finde, wenn die halt nicht das fertige Modul da drauf machen, sondern das selbst drauf löten, wie einfach oder schwer das ist. Zum Abgucken. Hast du schon abgelesen, den LoRa-Chip? Der 1272 ist es wohl. Den hatte ich jetzt vergessen. Ich habe, Also der ist auch auf unserer Münsterplatine. Genau, das ist der auf dem RFM95 drauf. Das ist der Semtech S irgendwas 1272. Genau. SX. SX 1272. Genau. Okay. Ja, mache ich weiter. Mit dem Programmieren. Genau, ihr seht links einen Screenshot von der App. Das ist super cool. Ihr macht die App an, ihr macht das NFC an, ihr haltet euer Handy einfach mal auf euer Device drauf, fupp, dann geht die App auf, so wie man es von NFC gewohnt ist. Sieht dann da oben die Device EOI von dem Gerät, das ist quasi die Hardware-MAC-Adresse, die ist relativ fix. Ich weiß nicht, ob man sie da in dem Fall überschreiben könnte. Ja, und dann habt ihr nach unten so eine Liste, wo ihr durchgehen könnt. Das heißt, ihr könnt erstmal einstellen, ja, alle wie viele Sekunden überträgst du. Ich mache da gerade immer so 900 Sekunden, also 15 Minuten. Alle 15 Minuten bekomme ich Temperatur, Luftfeuchte und alles übertragen. Und dann könnte ich auch noch so Sachen einstellen,
dass ich irgendwie die Batteriespannung nur einmal in der Stunde, also jedes vierte Mal übertragen haben möchte. Dann spare ich ein bisschen Datenrate. Ihr seht hier unten schon was mit CO2, da kommen wir nachher noch hin. Ja. Oder lass einfach liegen. Genau. Was ich auch noch einstellen kann, ist die Sensitivität von meinem Bewegungsmelder. Das heißt, wie sensibel reagiert der? Ich habe den zum Beispiel mal auf ganz sensibel gehabt und dann war es in einem dunklen Serverraum, wo nur ab und zu ein LED-Lichtlein blinkt, habe ich irgendwie pro Viertelstunde 10-mal Auslösungen, obwohl da über Wochen niemand drin war. Aber ich habe eine konstante Aktivität in diesem Raum. Das müssen diese Erdstrahlen sein, die da den PIR-Sensor auslösen. Ja. Gut, ich kann dann, nachdem ich es eingestellt habe, was ich will. Das Stressigste zum Einstellen ist natürlich, ich muss mein Application Key reinkopieren, das ist das Schlimmste. Den muss ich mir irgendwie aufs Handy schicken, dann rauskopieren und da einfügen. Den will ich nicht abtippen, wenn es irgendwie geht, der ist ja relativ lang. Dann klicke ich auf Write, halte das Handy wieder auf den Sensor drauf, wupp. Dann ist der Sensor mit den neuen Daten versehen, startet kurz neu durch und versucht sich wieder im LoRa-Netzwerk anzumelden, im TTN anzumelden. Genau, in der Werkseinstellung. Ich kann mit der App aber auch ein Pin-Locking machen. Das heißt, ich kann dann, glaube ich, bis zu 6-stelligen Pin draufpacken. Und das heißt, wenn ich damit fertig bin, gebe ich einen Pin am Handy ein, schreibe nochmal drauf, pupp, habe einen Pin und dann ist das Gerät gesperrt erstmal. Insgesamt kann man zu Elsys sagen, das sind Schweden, also elsys.se, die haben, so wie ich es eigentlich ganz gern mag, auf ihrer Homepage alles, was man so braucht, offen. Das Datenblatt ist da. Hier rechts seht ihr, zu dem, was ich gleich komme, so ein Ausschnitt aus einem PDF. Das ist alles ganz gut dokumentiert. Diese Pin-Locking-Funktion hat uns ein bisschen Kopfschmerzen gemacht. Da muss man selber rausfinden, wie man erfolgreich einen Pin setzt und den wieder wegkriegt, um das neu zu schreiben. Aber sowas kriegt man in den Griff. Genau, die Frage war, das rechts, das links ist die Elsys App, die heißt einfach Sensor Settings. So findet man sie im Google Play Store mit iPhone und NFC, oh, keine Ahnung, habe ich nie probiert. Okay, wenn ihr das Gerät dann mal online habt, es gibt glaube ich auch noch einen anderen Weg, den habe ich aber gar nicht ausprobiert, das kommt schon fertig mit einem Network Session Key und einem App Session Key, dann könntet ihr das Gerät auch so online bringen, indem es nur anschaltet und die Keys bei euch in der Anwendung einbaut, bei einem Device, dann habt ihr es auch online. Und dann könntet ihr die andere Konfigurationsmethode verwenden, und zwar den Sensor Downlink Payload. Das heißt, ihr könnt an, wenn die Geräte mal da sind und bei euch in der Anwendung im TTN registriert sind, könnt ihr in verschiedenen Bytes eine Kommandos zusammenbauen. Also ihr fangt einfach immer an mit 3E, das ist so, hey, hier kommt ein Kommando für dich. Dann sagt ihr ihm, wie lang ist der Payload nach hinten? Und dann fängt er an, ihm verschiedene Sachen zu schicken. Ihr könnt ihm zum Beispiel einen neuen App-Session-Key und Network-Session-Key schicken. Ihr könnt ihm sagen, dass er OTA oder ABP als Authentifizierungsmethode verwenden sollte. Ihr könnt ihm sagen, boote neu. Ihr könnt ihm neue über Intervalle schicken. Das funktioniert ganz gut. Das habe ich mittlerweile ein paar Mal gemacht. Also ich habe es mich sogar einmal getraut, die Note, obwohl, die hing schon im Keller unten, in eine andere Anwendung im TTN rüber zu lupfen. Da muss man sich aber sehr gut überlegen, wann man den Reboot macht, weil sonst hat man sie verloren. Aber es geht, man kann das machen. Ja, und was ich noch ganz interessant fand, womit ich gerade ein bisschen rumprobiere, normal sagt man bei LoRa waren ja immer, hey, du sendest deine Daten ab und wenn sie nicht ankommen, sind sie halt erstmal verloren. Du hast keine kritischen Daten, gerade bei Temperatur, Luftfeucht ist es ja genauso. Hier habe ich die Möglichkeit auch, da ganz unten seht ihr es sogar noch, den ACK zu schicken. Das heißt, er lässt sich vom Netzwerk bestätigen, dass das Paket ankam. Aber das ist natürlich, sollte man nicht beim Hochskalieren machen mit vielen tausend Geräten, weil so ist das Netzwerk nicht ausgelegt. Ich denke, das gibt dann irgendwann Probleme. Aber wenn man jetzt einen ganz sensiblen Sensor hätte, der diesen Daten unbedingt ankommen müssten, dann könnte man sowas verwenden. Man muss dazu aber auch sagen, da muss das Gerät, bis der ACK kommt, die Daten speichern und beim nächsten Mal wieder mit übertragen, sonst haut es nicht an. Der hat den Q-Size, also er kann sich bis zu 10 Wertepaare speichern, die er dann nochmal übertragen kann. Also das heißt, das, was man sich selber beim Entwickeln so überlegt, ah, jetzt mache ich dann noch das, mache ich dann noch das und eigentlich brauche ich noch das, bis ich so ein richtig stabiles Produkt hätte, kommt da halt einfach schon mit. Genau, ich wiederhole es nochmal kurz ins Mikro, und Matthias hat gerade gesagt, das, was man eigentlich selber als Entwickler dann erstmal immer weglässt und dann irgendwann Monate später ganz bitter bereut, das kommt da halt einfach schon mit für den Preis.
Ja, was ganz cool ist, ich gehe mal schnell, ich hoffe, ich finde es auf die Schnelle. Einen Moment. Jo. Das ist hier auf Elsys ERS, aber wie gesagt, man findet alles online schön, so wie man es braucht. Hier ist so, wie die LED sich verhält und was das Gerät macht. Also leuchtet rot und grün, je nachdem, welchem Zustand er gerade ist und wartet aufs Konfigurieren. Das ist eigentlich ganz schön dokumentiert, damit kann man arbeiten. Was auch super gut ist, habe ich erst heute entdeckt. Ich habe mir nämlich aus diesem PDF, das ich gezeigt habe, diese Downlink-Payloads zur Konfiguration des Geräts immer selber zusammengebaut. Jetzt gibt es hier den Downlink-Generator, das sieht schon viel besser aus, weil ich mir einfach mein Kommando zusammenklicken kann. Ich kann sagen, hey, geh mal auf ACK und verändere deine Datenrate, die du überträgst. Dann gebe ich das hier noch an und sage 0 bis 5. Und habe hier unten schon fertig das, was ich meinem Gerät schicken muss. Das ist viel besser, als wenn man da mit Stift und Papier sitzt und nie weiß, ob ich das richtig gebaut habe. Und mit sowas punktet Elsys halt auch einfach bei mir. Das sind coole Sachen, direkt auf der Homepage, ohne Login, kann ich es verwenden. Das sind Produkte, die mag ich. Einen Moment. So. Jo. Dann kommen wir zum Energieverbrauch. Da gibt es auf der Website auch den Battery Life Calculator. Ich habe euch einen Screenshot rausgezogen. Ich habe hier mal gesagt, ich schicke alle 900 Millisekunden einen Wert, habe diesen ERS-Sensor von Elsys, habe zwei Batterien drin, also 5400 Milliampere-Stunden und die Batterie hat noch 80% übrig. Dann lande ich bei Spreading Factor 7, also der höchsten Datenrate und mit dem niedrigsten Energieverbrauch bei 29 Jahren Betriebsdauer. Ich kann es noch nicht verifizieren, weil ich lasse mir die Spannung natürlich auch übertragen, aber ich sehe in der Kurve halt nichts. Die ersten von den Sensoren laufen jetzt 8 Monate und ich habe da noch keine Steigung drin, mit der ich irgendwie rechnen könnte. Das heißt, das kann stimmen. Okay, ob die 29 Jahre jetzt stimmen oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Es ist lang genug. Ist ja auch völlig egal, ob es stimmt oder nicht, weil in 29 Jahren gibt es auch kein LoRaWAN mehr. Deswegen ist das. Genau, in 29 Jahren gibt es kein LoRaWAN mehr. Ich habe noch eine andere Einstellung für euch mitgebracht. Auf der höchsten Datenrate, auf der langsamsten Datenrate, auf dem höchsten Spreading Factor, dem SF12, hält es halt nur noch 4 Jahre, weil ich massiv mehr in die Übertragungsenergie reinstecke. Also bei dem, was wir da gerade zu übertragen, habe ich hier auf Spreading Factor 7 so 40 Millisekunden Airtime verbraucht. Hier sind es 1,6 Sekunden bei der gleichen Sendeleistung. Das ist ungefähr der Faktor, also das ist 2 hoch 5 mehr im Unterschied. Und ich finde, das machen die auch ganz schön. Darum ist es auch cool, mal mit so einem Gerät zu arbeiten und so eine Website zum Beispiel dazu zu haben. Sie stellen rechts einfach dar, wie viel von der Energie für was drauf geht. Rechts oben seht ihr in dem Violetten das, was für die Übertragung drauf geht. Dann seht ihr das kleine Blaue und das größere Blau-Türkise. Das ist bei den Receive-Windows. Also wenn ihr Daten empfangen wollt, den Rückkanal nutzt, was da an Energie drauf geht. Die Sensoren sind dann die kleinen Kuchenstücke, den Temperatur, die Feuchtigkeit und das Licht aufzulesen, ist nicht so stressig. Der Bewegungssensor braucht natürlich mehr Energie, weil der ist ja immer an, der detektiert ja jede Bewegung. Dann ist das große Kuchenstück unten links, ist der Schlafzustand, also die Viertelstunde, der ist ja quasi nur eine knappe Sekunde an, schätze ich mal. Die Rest der Viertelstunde schläft er. Und das andere ist der Batterieverlust, einfach durch dass die Batterie lagert und langsam sich selbst entleert. Und das ist hier natürlich viel größer. Hier im anderen Schema, wenn ihr den großen Spreading Factor habt, den hohen Spreading Factor verwendet, dann habt ihr alle Energie anteilig für die Übertragung verschickt. Ja, ich habe den hatte ich jetzt wirklich vergessen in der Vorbereitung, dass der WLoRaWAN-Chip drauf ist, aber ich habe euch mal den Mikrocontroller rauskopiert. Das ist der STM32L. Ich weiß nicht genau, welche Variante. Ich habe mir den Code dann nicht angegeben, der da drauf ist. Aber das ist so ein typischer 32-Bit-Arm Cortex-M33. Der wird gerade für so Low-Power-Anwendungen, ist das ein ziemlich Standardprodukt. Der ist günstig, man weiß, wie man mit dem umgeht. Und ihr seht, dann gibt es halt mit einer gewissen Größe an Speicher in verschiedenen Modi. Das heißt, sind wieder mal alle Standardkomponenten, die man auch selber verbauen könnte, einfach zu einem Produkt zusammengebaut. Ja, jetzt zeige ich euch zum Schluss, gehen wir jetzt nochmal auf die Preise ein, weil ich fand, das ist halt interessant. Also
Für mich jetzt in der Unternehmung, in der Organisation sind die Preise schon langsam okay. Wenn ich eine Anwendung habe, dann kann ich die Preise bezahlen. Im privaten Markt finde ich die Preise einfach noch zu hoch. Also für meine eigene Wohnung, um das Smart Home für mich selber zu machen, geht es noch nicht. Also ich selber habe jetzt so ein Lidl, bei Lidl gab es die Homematic, Thermostat und andere Sachen für Smart Home. Da hat so ein, im Angebot hat ein Thermostat an der Heizung, der auch meine Heizung stellt und dem ich einen neuen Temperaturwert schicken kann. Also ich möchte es im Wohnzimmer 24 Grad statt 18 Grad warm haben. Der kostet so 25 Euro. Und da wird es langsam okay für mich, wo ich sage, ich statte meine 6, 7 Thermostate im Haus, die Heizkörper mit so einem smarten Thermostat aus. Jetzt aber bei mir im Studierendenwerk zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich habe da einen Raum, da habe ich eine Schimmelgefahr zum Beispiel, ich habe in einem Wohnheim so einen dummen, blöden Waschraum, der hat keine gute Lüftung, da muss ich einfach nochmal gucken, dass ich nicht dauernd zu hohe Luftfeuchtigkeit drin habe. Und der Sensor läuft, sagen wir mal, 10 Jahre, das heißt, ich kann auf 10 Jahre abschreiben, dann ist das kein Preis für den Gewinn, den ich da vielleicht mit habe. Weil wenn ich da einmal einen Schaden habe, einen Wasserschaden, Schimmel oder sonst irgendwas, investiere ich das gern, wenn ich wirklich eine Anwendung habe, womit ich mich dann vor irgendwas anderem retten kann. So, ja, kurz zum Vergleich, also was es preislich hier gibt. Ich habe euch jetzt den ERS vorgestellt, der mit der Temperatur, Luftfeuchte, Licht und Bewegung. Der kostet im Stückpreis bei Smart Makers 110 Euro. Wenn er 10 Stück kauft, kostet es noch 88 Euro. Wenn er 100 Stück kauft, kostet eins noch 66 Euro. Und es geht, ich glaube, 2500, 5000 kann man auch abnehmen. Dann geht es nochmal drastisch nach unten. Den gibt es in der Light-Variante. Die Light-Variante, da fehlt dann Licht- und Bewegungssensor. Da kostet es einfach ein bisschen weniger, da hat man dann nur Temperatur und Luftfeuchte. Dann gibt es die Desk-Variante, die fand ich ganz witzig, die seht ihr auch links abgebildet. Die hat einen Infrarotsensor nach unten, das heißt, sie erkennt, ob jemand am Schreibtisch sitzt oder steht. Die kostet dann ein bisschen mehr. Genau. Mein Team sitzt 2 Stockwerke tiefer als ich und die schnaufen immer total, wenn sie zu mir hoch ins Büro kommen. Telefonieren tun sie auch nicht so gern. Ich habe mir schon überlegt, den zu kaufen und dann unten im Büro so ein, bei ihnen so ein rotes, grünes Lämpchen zu machen. Dann wissen sie, ob sie loslaufen können, weil ich am Schreibtisch bin. Es gibt die Eye-Variante, die macht man irgendwie so an die Decke. Die guckt in so 12 Meter Radius, ob überhaupt jemand im Raum ist. Also das ist so eine Belegung vom Raum, nicht vom Schreibtisch. Es gibt eine CO2-Variante. Die misst CO2 im Büro, vielleicht auch interessant, wenn man lüften möchte. Und es gibt eine Sound-Variante, mit der weiß ich noch nicht richtig, was man anfängt. Die guckt halt auf Geräusche. Was man halt sieht, die CO2 und die Sound-Variante, die sind deutlich teurer. Das ist einfach der Sensor, der da drin ist. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man sich die Platine ein bisschen anguckt, die löten einfach nur weitere Komponenten auf die Platine drauf. Aber so ein CO2-Sensor, der kostet halt. Ja, damit wären wir jetzt eigentlich schon am Ende von meiner Vorstellung von dem Sensor. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Ich will euch jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen die Anwendungen mitgeben, die ich jetzt so mache. Und nochmal vielleicht auf die Motivation eingehen, warum man sowas macht. Also, wie gesagt, wir sind da gerade noch so in so einer explorativen Phase im Gebäudemanagement und in der Gemeinschaftsversorgung, in der Großgastronomie. Da wird es vielleicht interessant, dass man mit so IoT-Technologien umgehen kann. Und ich lebe ganz arg nach dem Motto, oder ich denke nach dem Motto, man muss es einmal ausprobiert haben, dann versteht man irgendwie, wie das funktioniert, welche Probleme es da gibt und dann kann man irgendwann auch an einen Hersteller herantreten oder eine Entwicklerfirma und sagen, ich brauche die und die Anwendung, bau das für mich. Was ich wirklich schon mache, ist, ich habe 4 Rechenzentren, relativ kleine, und die überwache ich mit genau diesen Sensoren, die ich heute vorgestellt habe. Das hat für mich den Vorteil, wenn dann ein Bagger die Glasfaser zu dem Rechenzentrum abschneidet, dann fällt mein normales Monitoring aus. Und im Rechenzentrum muss ich unbedingt wissen, wie warm es da drin ist. Weil wenn es über 30 Grad hat, bin ich ganz schnell an dem Punkt, wo meine Server entweder einen Schaden erleiden oder runtergefahren werden müssen. Eigentlich sollten sie auch sich selber runterfahren, aber Technologie tut nicht immer das, was man will. Und da fand ich das eine super Möglichkeit für hier jetzt 110 Euro das Stück, beziehungsweise ich habe schon mehr bestellt, ich habe die 88 Euro genommen, das in meine Rechenzentrum einzupacken, und LoRaWAN macht mich unabhängig von meiner Datenleitung, die ins Haus geht. Das heißt, ich habe ein sogenanntes Out-of-Band-Klimamonitoring. Auch wenn die Datenleitung ausfällt, weiß ich noch, dann kriege ich erstmal eine SMS auf mein Handy, irgendwann kriege ich auch einen Anruf von unserem Monitoring, dann wache ich notfalls nachts auf und ich kann dann aufs LoRaWAN, auf die Daten aus dem LoRaWAN schauen und sagen, nö, wunderbar, es hat immer noch die 20 Grad, es ist nur die Datenleitung weg. Die Klima läuft noch und ich kann weiter schlafen. Das ist für mich persönlich auch eine ziemliche Entspannung so gesehen. Das mache ich in den Rechenzentren. Ja. Der Raum, den komme ich da durch,
Genau. Ich gehe gerade kurz darauf ein, wo ich da gerade bin. Einen Moment. Ich habe bei mir im Keller mal das ausprobiert und da war es eigentlich nur noch so ein bisschen lustig. Da ging gar nichts mehr. Genau. Also die Frage war, ob ich aus den Kellerräumen mit dem LoRaWAN rauskomme. Und ich habe hier meine vier Rechenzentrumssensoren, die ich euch mal so zeige. Also blaue Kurve Luftfeuchte, gelbe Kurve Temperatur. So wie es sein soll, klimatisierter Raum, zack, 20 Grad, das läuft durch. Und die pinke Kurve sind Bewegungsdetektion. Da rechts seht ihr das, was ich euch vorhin gesagt habe. Das ist ein komplett dunkler Raum, aber irgendwie bewegt sich da dauernd was drin. In dem anderen Raum seht ihr, dass wir ab und zu reinschauen. Das ist unser Hauptrechenzentrum links oben. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass die oberen beiden Räume, also oben links und oben rechts, sind an der Uni Ost auf Niveau 0. Das ist das untere Kellergeschoss und auf Niveau 1. Das ist das normale Kellergeschoss. Und ich habe dann Paketverlust von kleiner als 10%. Das heißt, es kommt nicht alles durch, aber fast alles kommt durch. Das andere ist unten in der Stadt. Das ist in der Söflinger Straße 70. Das ist so ein Halbtief, also so ein halbes Kellergeschoss. Da gibt es aber schon noch Fenster mit Tageslicht. Allerdings ist es in der Mitte vom Gebäude. Das heißt, es geht durch zwei Trockenbauwände und eine Stahlbetonwand raus mit ordentlich isolierten Fenstern. Funktioniert auch super. Ich habe auch ein bisschen höheren Packet Loss. Was ich rechts habe, ist auch ein normaler Kellerraum. Da funktioniert es nicht, weil das einfach am anderen Ende vom Campus ist und da gibt es in der Nähe kein Gateway. Das Uni-Gateway ist von der Klinik und der Uni selber abgeschottet. Bei der Hochschule drüben am oberen Eselspark gibt es noch kein Gateway. Und ich bin oben auf dem Berg, das heißt, da ist auch eine Erdkuppe davor. Ich habe mir das von der Topografie ziemlich genau angeschaut. Da habe ich halt keine gescheite Sichtverbindung zu irgendeinem Gateway und muss aus dem Keller raus. Das klappt nicht. Das ist mein Zustand gerade. Aber ich habe den gelöst, indem ich jetzt leider kurz vor diese günstigen Gateways, die Matthias vorher vorgestellt hat, gab, habe ich für 270 Euro noch so kleine Indoor-Gateways gekauft. Das heißt, wenn mir das was wert ist und ich noch mehrere Anwendungen habe, dann amortisiert sich ganz schnell so ein Gateway, das ich dann an dem Punkt, wo ich aktuell noch keine Versorgung habe, ins Gebäude reinhänge. Aber ihr seht, der rechts unten, der liefert mir keine Daten. Das kleine Neue, also die Frage war, wie die Konnektivität zum Internet des Indoor-Gateways ist, das ist WLAN einfach. Kein Ethernet, nichts, da ist nur WLAN drin. Das heißt, wenn dann mal die Leitungen größer sind, dann habe ich Geld. Genau, also man braucht für das WLAN-Internet. Ja. Und für das, die Großen haben dann eine Ethernet-Buchse. Also dieses Industrial Gateway. Ja. Genau. Oder GSM, SIM gibt es auch. Also gibt's auch. Genau, also das Indoor-Gateway, das ich da gekauft habe, das kann ich mit LAN, WLAN und einer SIM-Karte anbinden und das funktioniert sogar so, man konfiguriert, was ist die bevorzugte Übertragungsweg und wenn der ausfällt, geht er einen zurück und noch einen zurück. Das kann ich also super redundant aufbauen. Was für ein Gateway ist das, was du gekauft hast? Ich zeig's euch schnell, einen Moment. Es gibt nämlich mittlerweile 30, 40 verschiedene Gateways, die man sich zulegen kann und wenn man gefragt wird, nach einer Empfehlung, mittlerweile ist das so divers, die Welt der Gateways, da kann man eigentlich kaum noch eine gute Empfehlung abgeben, ohne dass man entweder alle kennt, oder ohne dass man alle kennt und dass man den Einsatzzweck oder Nutzen kennt. Das ist, ja, gibt es eine Menge. Das ist aber auch ein Curling-Gateway, oder? Wenn ich das richtig... Genau, das ist die iFemtocell von Virnet, also auch von Curling. Virnet ist, glaube ich, die Marke, Curling ist die Firma, ich habe es nie ganz gecheckt. Und das Curling ist die Firma und Virnet ist das Produkt. Ja. Genau, und das ist die Virnet und wir haben die Virnet IoT Station bisher immer gehabt. Das ist das Outdoor-Gateway, das wir in Ulm hier auf 5, 6, 7 Dächern haben. 10? Oh, nicht schlecht. Die hat am Anfang noch 2.000 Euro gekostet, das gibt es jetzt mittlerweile so für 800 bis 1.000 Euro. Das ist ein Outdoor-Gateway, wo jetzt eben The Things Network die Kampfansage gemacht hat, mit dem, was Matthias vorhin vorgestellt hat. Und ich habe mir das hier für die 300 Euro gekauft, zwei Stück, um das mal auszuprobieren, wie ich quasi Indoor nachverdichten kann. Das heißt, ich habe dann einen Kellerraum, der hat keinen Empfang und möchte nachverdichten. Und das kommt ganz gut, da läuft auch ein ordentlicher ARM-Prozessor drin, da habe ich 6 GB Flash-Speicher, da gibt es eine Toolchain dazu, da kann ich noch quasi eigene Anwendungen aufbringen. Das ist also ein richtig kleiner Router, der auch eben
WLAN-LoRaWAN kann. Das ist auch sehr schön gemacht. Das war ruckzuck in Betrieb genommen und hat richtig Spaß gemacht. Okay, dann komme ich zum nächsten Anwendungsfall, was wir da gemacht haben. Wir haben eine Großgastronomie oder Campusgastronomie, also wir haben die Mensen in verschiedenen Hochschulen von Schwäbisch Gmünd bis Bierbach, und wir hatten in einem das Problem, dass uns jemand umgekippt ist, und der hat gesagt, das liegt an der hohen Temperatur und der großen Luftfeuchte hier und der Arbeitgeber ist schuld. Und da muss der Arbeitgeber natürlich darauf reagieren, und ich hatte die Teile halt schon im Schreibtisch liegen und wunderbar, zack, 2 Stunden später hatten wir das in der Küche angebracht und haben halt seitdem live die Daten dort, wie die Temperatur und die Luftfeuchte in dieser Küche ist. Was für einen Vorteil hat das? Wir sind ganz verteilt, die Zentrale ist aber in Ulm, am oberen Eselsberg, und da sind eben die Leute, die dafür verantwortlich sind, also die Leiter von der Campusgastronomie, und die konnten halt nach diesem Vorfall direkt tagesaktuell sehen, hey, wie ist es in der Küche denn wirklich? Und schönerweise, es war nicht unsere Schuld, es hat ganz normale Temperaturen, also das heißt für eine Küche, wo Fritteusen und Herd laufen, im Hochsommer in Ulm waren es dann noch nie über 28 Grad seit letzten Mai, also sehr angenehme Arbeitsbedingungen, da gibt es viele Büros, die sind schlimmer. Und das ist halt super praktisch, ja klar, es sind auch wieder 80 Euro investiert, aber ich meine, ich kann das wieder abhängen, ich kann es woanders hinhängen und ich habe halt gleich live die Daten und muss mir nicht irgendwie alle Woche mit dem USB-Stick die Daten irgendwo abholen, das spart unglaublich viel Stress und Zeit. Was ich dann mit denen auch noch machen will, ist, da bringe ich es gerade aus, in die Wasch- und Trockenräume unserer Wohnheime, wo ich es schon angegeben habe, dass wir einfach da sinnvoller lüften, hat den Vorteil, es mufft weniger, es schimmelt vielleicht nicht, und die Bewohner, wenn man optimal lüftet, also gescheit stoßlüftet, gerade in so einem Trockenraum, dann ist die Wäsche auch schneller trocken. Vielleicht kann man da den Bewohnern auch die Daten geben und sie können sich eine App schreiben, die sagt, hey, geh mal runter, du hast irgendwie Lüftdienst in unserem Waschraum oder sowas. Genau. Und natürlich mache ich es wie Jörg im eigenen Büro. Ich will natürlich wissen, wie warm und wie feucht es in meinem eigenen Büro ist. Wobei ich da auch CO2-Messung machen will mit dem BME 680, nicht mit dem 280er, der vorhin vorgestellt wurde. Weil wir einfach zu dritt in einem sehr kleinen, niedrigen Büro hocken teilweise. Und da ist die Luft im Ruckzuck verbraucht und wir wollen das einfach mal an einem Graphenobjektiv da haben. Ja. Nochmal zur Motivation. Preis habe ich vorhin schon gesagt, ist für Unternehmen echt okay mittlerweile. Also hier im deutschen Markt, wenn man ein bisschen Schnäppchenjäger ist, dann findet man es wahrscheinlich auch noch billiger. Für Private ist es noch zu hoch. Was das Coole ist, die Hardware ist abgehakt. Das Ganze mit, wie kriege ich das Ding energiesparsam, ist abgehakt. Das Ding funkt, also wenn ich so wie hier in Ulm LoRaWAN-Gateways habe, dann ist das schon mit der komplett erledigt da, die Datenübertragung im Internet macht das TTN und ich kann mich halt auf meine Anwendungsfälle konzentrieren. Und das macht das für mich halt eigentlich interessant, auch mal sowas zu bauen. Das spricht jetzt gar nicht dagegen, selber was zu entwickeln, aber hier habe ich halt sofort Anwendungen fertig. Okay, das war es eigentlich von meiner Seite her. Und das wäre der vorletzte Block des Abends gewesen, den wir organisiert haben. Wir haben noch einen kurzen 2,5-Minuten-Block, aber jetzt erstmal nochmal an euch. Habt ihr noch Fragen? Wenn nicht, habe ich noch zwei Infos. Ich glaube, die gingen auch schon durch die Presse. Wir haben jetzt auch 2 neue Gateways in Neu-Ulm. Auf dem Donaubad auf dem Dach ist seit ein paar Wochen eins und auf dem Edwin-Schaaf-Haus direkt an der Donau, also Mövenpick. Oder wie heißt es heute? Golden Tulip, wie auch immer das heute heißt. Ja. Da. Und das dritte kam erst, also es soll noch ein drittes aufgebaut werden, das dritte kam erst, dann hieß es, geht nicht. Dann hat sich der Bürgermeister eingeschaltet, das kann ja so nicht sein. Und jetzt kommt es doch und es kommt aufs Dach vom Classy-Center. Dass das auch mal einen Sinn hat, das Gebäude. Und da muss jetzt irgendwie eine Versicherung abgeschlossen werden über 9 Millionen oder so, also eine Versicherungssumme von 9 Millionen, damit da irgend alles auch datenrechtlich und so, aber das machen die jetzt irgendwie. Und dann ja, haben wir da auch noch ein drittes. Und Neu-Ulm ist dann, glaube ich, auch endlich komplett. Ah, und die Hochschule Ulm wird ja gerade von der Seite reingerufen. Hat auch eins. Ah, ja. Datenschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also, okay, wir lachen da jetzt gerade. Also erstmal, das Gateway anzubringen, ist datenschutzrechtlich nicht so spannend. Es gibt da noch so eine Ecke, die wir vielleicht auch mal beackern sollten. Das heißt, man ist, wenn man das gewerblich betreibt, ist man irgendwie im Telekommunikationsgesetz drin. Dann ist es wieder ein bisschen nerviger, weil man Kommunikationsprovider ist. Wenn man es privat macht, easy peasy. Datenschutzrechtlich ist das Gateway betreiben nicht relevant. Worum man sich wirklich Gedanken machen sollte, ist schon der Datenschutz, wenn man einfach so Sensoren anbringt. Darum habe ich das gerade hier auch nochmal aufgemacht. Ja?
Ich track damit halt schon Aktivität. Also ich weiß zum einen, wann jemand lüftet. Das siehst du sofort an der Luftfeuchtekurve in irgendeinem Raum. Und ich weiß, dass jemand rumläuft. Also was ihr hier links oben seht, das ist der Sensor, den ich hier vorne stehen habe. Den habe ich mir heute Mittag nochmal angeguckt, den ich rumgegeben habe, der da hinten liegt. Und ihr seht da den Peak, da habe ich den heute Mittag auf dem Küchentisch fotografiert und nochmal auseinandergebaut. Ja? Also der rosa Blubbel. Und das heißt, du weißt da halt ganz schnell, wann war der Mitarbeiter im Büro, wann war der im Serverraum. Im Serverraum will ich es vielleicht auch wissen, aber ich muss halt datenschutz- und arbeitnehmerrechtlich auch klarstellen, dass ich ihn an der Stelle überwache. Also das ist nicht so ganz trivial. Auch bevor ich die Sensoren in die Wohnheimswaschräume bringe, muss ich mir genau überlegen, was ist denn da mit dem Datenschutz? Überwache ich da vielleicht meine Bewohner oder sind es genug Bewohner, dass ich das nicht auf eine einzelne Person zurückführen kann und es überwiegt der Vorteil, dass ich eine Klimaüberwachung von diesem Raum habe? Jo. Nicht zu den Gateways. Was bei den Gateways noch ganz ulkig war, wir sind ja aus Amsterdam zurückgekommen mit 9 Gateways in der Tasche, mit 9 Besuchern. Aber es waren 3 Tage später nur eins online. 2 Tage später muss ich dann doch nochmal eine böse E-Mail an alle schreiben, die sollen doch ihre Gateways mal anschalten. Und jetzt sind es, glaube ich, 5, 6 mehr in Ulm. Also wir haben jetzt irgendwie 25 oder 24 oder sowas. Im näheren Umkreis um Ulm. Ob jetzt diese Indoor-Gateways viel bringen an Abdeckung, sei dahingestellt, aber auf der Karte sieht es ganz gut aus. Okay, dann kommen wir zum letzten, zum Outro des Abends. Und danach seid ihr dann herzlich eingeladen, hier noch ein Getränk zu nehmen und mit uns direkt ins Gespräch zu kommen. Dann wollen wir vor allem auch die Neuen kennenlernen. Wir haben den Teil genannt Herrenberg Delivers. Das kam also auf, weil die technischen Dienste von der Stadt Herrenberg, die gefallen uns sehr gut, die waren vor einem guten Jahr hier, haben sich über LoRaWAN informiert und haben einfach in wenigen Monaten bis im Dezember rein, also innerhalb von einem Jahr, super viele Anwendungen gemacht. Und jetzt seht ihr hier auch gleich den Stefan und den Jörg im Video. Der Stefan spricht vor allem und wird interviewt, was sie da so gemacht haben. Und das ist echt ein schöner Anwendungsfall, was man gerade als Stadt, als Kommune mit LoRaWAN machen kann. Der Mülltonne ist natürlich auch dabei. Und wir stehen so auf die, weil die eine super anpackende Art haben und die gucken einfach mal, so wie ich es bei mir in der Firma auch probiere, ich mache das mal und dann finde ich schon raus, wofür das gut ist, weil es gibt, glaube ich, viele Anwendungsfälle, wo man sich damit das Arbeitsleben vereinfachen kann. Ja, also die machen nicht nur einfach und gucken dann, wofür es gut ist, sondern die haben ja wirklich Anwendungsfälle gehabt und haben es einfach gemacht und müssen jetzt nicht um 4 Uhr morgens ausstehen und gucken, ob die Straße glatt ist, sondern einer muss rausfahren und gucken, ob die Straßen glatt sind, sondern die haben es gemessen und dann müssen sie nicht mehr, können sie länger schlafen. Ja. Und darum gibt es natürlich jetzt einen wunderbaren Beitrag vom Regio TV. Das ist er, der neue Helfer für Herrenbergs technische Dienste. Sie sehen nichts? Schauen Sie mal genau hin. Ja, hier, im Straßenbelag eingelassen, liegt der Sensor ruhig und friedlich und sammelt Daten. Temperatur, Feuchtigkeit, Reibung auf der Straßenoberfläche, alles wichtige Informationen für den Winterdienst, der je nach Lage räumen oder streuen muss. Bisher konnte das nur persönlich herausgefunden werden. Im Moment ist es so organisiert, dass wir einen sogenannten Wecker haben, eine Person, die morgen zum 2:30 rausgeht und schaut, ist es glatt, setzt sich ins Auto, fährt die neuralgischen Punkte an, die Stellen in Herrenberg, wo wir wissen, da wird es auf jeden Fall glatt, als allererstes. Und das machen wir ganz händisch. Jetzt hilft also der Sensor. So sieht er übrigens aus, bevor er in die Straße kommt. 2 Fühler messen die Temperatur direkt unter dem Straßenbelag und in 30 cm Tiefe. Die restlichen Daten werden auf der Oberfläche gemessen. Bisher ist nur ein Sensor im Einsatz, testweise. Ja, in Verbindung mit der Wetterstation liefert er so eine Datenmenge, wenn man die ordentlich auswertet und statistisch auswertet, ist der unglaublich genau. Genauer als ein Mensch je sein kann. Deswegen sollen die Sensoren auf lange Sicht auch den Weckdienst ersetzen und so Personalkosten einsparen. Übermittelt werden die Daten über das städtische Funknetz LoRaWAN, ein extra Netz für das Internet der Dinge. Dieser Sensor in der Kurve am Johannesberg hängt da auch drin. Und was misst der? Ja, der hat einen ganz speziellen Einsatz. Es ist in der Johannesbergkurve ist es absolut verboten zu parken, weil da die Rettungsfahrzeuge nicht durchkommen, sei es Feuerwehr oder auch Rettungsdienst. Und das wollen wir natürlich überprüfen, wenn da einer steht, merken wir ganz genau, da wird geparkt und das darf nicht sein.
Bisher noch ohne Konsequenzen. Technische Dienste und Ordnungsamt sind noch nicht miteinander verbunden. Anders als zum Beispiel städtische Mülleimer, hier kann man sehen, welche unterirdischen Abfallbehälter gerade voll sind. Da sitzt auch ein kleiner Sensor drin, ein Ultraschallsensor, und misst die Füllhöhen von dem Müll. Und im Moment gehen wir alle 14 Tage her, und das sind so Unterflurmülleimer, da ist ein Müllbehälter vergraben, der wird ausgesaugt mit der Straßenkehrmaschine. Das machen wir alle 14 Tage. Quasi im Blindflug, egal ob voll oder nicht. Mit den neuen Daten kann man sich so manche Leerungsfahrt sparen. Das Funknetz LoRaWAN ist übrigens für die Bevölkerung frei zugänglich und nutzbar. Und auch die erhobenen Daten sollen in Zukunft den Bürgern helfen in einer App. Wo der Bürger einfach dann schauen kann, welche Verkehrsmittel kann ich nutzen oder welche Parkplätze sind belegt oder sind nicht belegt. Also das wollen wir auch den Bürgern dann zur Verfügung stellen, klar. Wann es soweit ist, ist noch offen. Bisher wird noch getestet und programmiert.